ein herzliches Willkommen heute Morgen zum Pfingstgottesdienst. Wir freuen uns, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet seid und auch die, die zu Hause später diesen Gottesdienst auf ihren Sticks hören. Ja, wir feiern heute eine große Tat. Gottes Pfingsttat. Er schenkte uns den Heiligen Geist. Und dieser Geist hat uns etwas zu sagen. Aber dadurch brauchen wir auch Stille. Es ist die Stimme Gottes. Wir wollen darauf hören, was er uns zu sagen hat. Er führt uns durch jeden Tag. Er führt uns durch unser Leben immer wieder. Und er ist bei uns alle Tage, so wie Gott und auch Jesus alle Tage bei uns ist, bis an das Ende der Welt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich schaue gerne englische Vokabeln, die ich nicht kenne, auf der Seite leo.org nach. Und dort habe ich eine Begebenheit gefunden, die ich gerne erzählen möchte. Da wird berichtet von einer Begegnung in einem Studentenwohnheim, wo ein Frankfurter junger Mann und eine schwäbische Studentin sich darüber unterhalten, über die gemeinsame koreanische Freundin, die sie haben, die aber gerade im Heimaturlaub ist in Korea. Und dann fragt der junge Mann aus Frankfurt, hat denn jemand die Adresse von Zayong? Und die Schwäbin sagt, Hanoi? Und der Frankfurter, ja was, ich dachte, die ist in Korea. Missverständnisse. Gott aber spricht, ich gieße Wasser auf durstiges Land. Ich lasse Bäche in der Wüste fließen. Ich gieße meinen Geist aus auf euch Menschen und meinen Segen auf eure Nachkommen. Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 118. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du den Tag und die Zeit und den Ort bestimmt hast, an dem der Heilige Geist auf die versammelte, betende Gemeinschaft in Jerusalem gekommen ist. Danke, dass du sie ganz erfüllt hast. Danke, dass du gekommen bist mit Brausen und mit Feuerzungen, mit Wind, um die Gemeinde in Bewegung zu setzen, mit Feuer, um ihnen neu ihre Worte in den Mund zu legen von der Herrlichkeit Gottes. Und so bitten wir dich, dass du uns heute in diesem Gottesdienst bewegst mit deinem Wind und mit deinem Feuer, dass wir neu begeistert werden von dir, in dir. Und so wollen wir vor dich kommen mit geöffneten Händen, mit Händen, die bereit sind, dich und dein Wirken, deine Wirkungen neu zu empfangen. Heiliger Geist, füll du uns in diesem Gottesdienst mit der Liebe Gottes, füll du uns mit dem, was du für uns hast, füll du uns mit deinen Gaben in der Gemeinde, dass wir Gemeinde bauen aus den Gaben, die du schenkst. Öffne du uns dafür und öffne du unsere Herzen für das, was du uns heute in diesem Gottesdienst sagen willst. In Jesu Namen.
Amen. Und so hören wir nun aus Worte aus der Heiligen Schrift, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 1. Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, an dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie: Sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen doch aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libanon, in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen: Was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten: Ach, die haben wohl zu viel neuen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen 11 Apostel. Mit lauter Stimme rief er zu ihnen: Ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht, und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht: Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure Alten von Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Fröhlich werden die, die Gottes Worte hören und im Herzen bewahren. Halleluja.
Leute spüren das, in uns die Liebe Gottes brennt. Jesus uns auch bis ans Ende dieser Welt, bis er aus allen Ländern sich ein großes Volk zusammenstellt. Allen Menschen gilt sein Wort, allen Menschen gilt sein Wort. Stadt, Land, Welt, eine Botschaft, die Kreise, geht hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. Die Gnade Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Als kleiner Junge habe ich total gern Holztürme gebaut, aus so Stäbchen, so parkettähnliche Stäbchen. Das ging aber nur bei einer Freundin, die das hatte. Damals gab es das Spiel Jenga noch nicht, aber ich habe es mal mitgebracht. Jenga, Turm bauen. Menschen wollen doch immer wieder hoch hinaus, wollen dem Himmel näher kommen. Und so spielt man, wie ihr wisst, das Spiel Jenga und man baut den Turm immer höher und er darf nicht umkippen. Naja, und man versucht das auch ein bisschen kompliziert zu machen, dass es möglichst dem Nächsten umkippt und nicht mir. Wo geht hier noch ein Stein? Naja, auf jeden Fall, irgendwann wird das richtig spannend, wenn es immer höher wird. Naja, ich baue das mal für heute nicht weiter. Aber wenn es höher und höher wächst, dann steigt die Spannung. Ist es noch stabil oder kippt es erst beim nächsten? Wir Menschen, wir wollen immer ein bisschen höher. Wollen höher hinaus, wollen Himmelsstürmer sein, wollen die Grenzen austesten, die da sind in unserem Leben, im Leben der Menschheit, wollen hoch hinaus. Und das ist der Grund, warum hier im Hintergrund der Main-Tower zu sehen ist. Dort habe ich mal gearbeitet, im Immobilienkreditgeschäft, also in dem Geschäft, wo es darum ging, Häuserbauer, Häuslebauer, die hochbauen wollten, die Hochhäuser gebaut haben, zu finanzieren. Und damals, da war ich dabei, als dieses Hochhaus fertiggestellt worden ist und als es noch leer war. Da hat der Vorstand den Mitarbeitern ein Fest spendiert, ein Mitarbeiterfest, das es immer jedes Jahr gab. Und wir durften als Erste dieses Hochhaus erkunden und wurden eingeladen oben auf die Dachterrasse. Natürlich auf die Dachterrasse, aber noch spannender war das Restaurant mit den Glasfenstern von oben nach unten, nur Glas und Blick auf die Skyline von Frankfurt. Ein leckeres Getränk in der Hand. Es war ein erhebender Moment. Es war wirklich wunderbar, dort mit den Kollegen zu stehen und die Aussicht zu genießen, in die Ferne zu schauen, über der Stadt zu sein, hinabzuschauen. Fast schon ein geistlicher Moment, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall erhebend, wunderbar. Und so, ja, gibt es ja eben nicht nur in Frankfurt, sondern in jeder Großstadt, die mittlerweile was auf sich hält, gibt es Hochhäuser. Und heute geht es um den ersten uns bekannten Turmbau. Am Anfang der Bibel kann man das nachlesen, im ersten Buch Mose, Kapitel 11. Da hat die Stadt Babel den Turm gebaut. Und wenn man sich daran erinnert, welch eine Kränkung
Verletzung der amerikanischen Seele es gewesen war, als an 9/11 im Jahr 2001 die Twin Towers gewaltsam in einen Terrorakt zum Einsturz gebracht worden sind. Das war symbolisch. Die Bilder gingen um die Welt. Es war eine tiefe Kränkung der Seele des amerikanischen Volkes. Und jetzt stelle man sich vor, eben auch diese Babylonier haben ihren Turm gebaut und sind stolz darauf. Und sie bauen und sie bauen und sie kommen den Himmel immer näher. Und dann irgendwann, ja, irgendwann ging es nicht mehr weiter. Und der Turm wird höher und höher und höher. Und irgendwann, futsch, die ganze Mühe hinfällig. Welch eine Erniedrigung, welch eine Kränkung, welch eine Beschränkung der scheinbar unmöglichen Möglichkeiten, der Möglichkeiten, die unmöglich sind. Also eine Begrenzung des Menschen auf das Mögliche, eine Einschränkung der Menschen, die in den Himmel stürmen wollten. Diese Himmelstürmer, sie wurden in Babel zu Bruchpiloten, alles zu Bruch gegangen, alles, alle Mühe verloren. Eine Demütigung dieses Volkes, das es nicht hatte hören wollen, was Gott ihnen aufgegeben hatte. Und das ist seit Beginn der Schöpfung, als Gott sagte, es ist alles sehr gut. Als er sagte, es ist so gut, dass ich den Schabbat feiere, mit dem Frieden, dass ich ruhe. Seitdem reiht sich in der Menschheitsgeschichte eine Grenzüberschreitung an die nächste. Wir denken natürlich an Adam und Eva, die aus dem Paradies ausgeschlossen werden. Und man könnte meinen, das wäre eine Strafe gewesen. Das liegt nahe, wenn ich so denke, dass ich ein Gesetz vor Augen habe, das eine Übertretung bestraft. Aber Gott hat in dem Fall gar nicht primär die Strafe im Sinn, sondern den Schutz von Adam und Eva, dass sie nicht noch von dem anderen Baum essen, was ihnen großen Schaden zufügen würde. Und so geht es weiter. Kain, der erste Mörder in der Menschheitsgeschichte, der seinen Bruder Abel umgebracht hat. Wenn wir nach dem Gesetz gehen, nach einem einfachen gesetzlichen Denken, dann hat er die Todesstrafe verdient. Aber Gott gibt diese Strafe nicht, sondern er schützt sogar diesen Übeltäter, indem er dieses Kainsmal ihm verpasst, das ihn davor schützt, dass ein anderer diese Blutrache übt, dass er davor geschützt ist, dass er sterben muss, weil er jemanden umgebracht hat. Damit verhindert Gott sogar den Vollzug der Todesstrafe. Das ist wichtig. Und das ist in einer Zeit, als das Gesetz ja noch nicht gegeben war. Das heißt, es ist nicht der Wille Gottes, das Böse mit gleichem Bösen zu vergelten, um so irgendwie Gerechtigkeit zu schaffen. Und es geht weiter mit der Menschheit. Das Böse breitet sich aus und so sehr, dass Gott dieser Menschheit ein Ende setzt. Nur die Noah-Arche, sie bleiben übrig. Und danach dieses wunderbare Zeichen der Regenbogen. Ein Zeichen dafür, dass Gott sagt, das mache ich nicht nochmal. Ich strafe euch nicht nochmal mit der Todesstrafe für eure Übertretung, obwohl ihr es verdient hättet. Und das ist übrigens der Kern des Evangeliums, dass wir Menschen den Tod verdient hätten für diese Übertretungen, in denen wir leben, aber dass Gott sie uns nicht zuteil werden lässt, sondern Gnade regieren lässt in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Wird diese Strafe, diese Todesstrafe, die ich verdient hätte, getragen. Das lässt mich barmherziger werden.
gegenüber Menschen, die Gesetze übertreten haben, die die Strafe verdient haben. Natürlich weiß ich, es ist wichtig, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Aber dafür hat Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen und das feiern wir ja an Pfingsten. Dass Menschen von innen heraus verändert werden können. Also, dieser Regenbogen ist noch ein anderes Symbol. Es ist ein Symbol dafür, dass Gott den tödlichen Bogen nicht mehr auf uns Menschen richtet. Und dann, ja, dann kommt die Geschichte vom Turmbau zu Babel, von der Selbstüberhebung, dem Himmelssturm dieser Menschen, wo Gott aber wieder nicht eine Strafe verhängt, obwohl sie sich gegen sein Gebot versetzt haben, nämlich geht hinaus in alle Welt und mehret euch. Und er hat nicht gesagt, baut euch eine Stadt und in dieser Stadt baut ihr einen großen Turm, damit ihr euch einen großen Namen macht, damit ihr berühmt werdet in aller Welt. Nein, sein Name soll berühmt sein und nicht der Name einer Stadt. Sein Name soll geehrt werden unter den Menschen und dafür haben sie sich in Babel aber nicht entschieden, sondern haben sich für Sicherheit entschieden. Aber es war dann doch nur scheinbare Sicherheit. Diese Stadt, und das ist ja eigentlich auch die Ironie und eine gewisse Prise Humor Gottes in dieser Erzählung, die Menschen, die nach oben in den Himmel wollen, ja vielleicht sogar um den Himmel gefügig zu machen vielleicht, wer weiß. Aber die Menschen, die in den Himmel stürmen wollen, die dort Gott begegnen wollen, die müssen erleben, dass Gott zu ihnen kommt, aber zu ihnen nach unten. Und eben nicht zu ihren Bedingungen, sondern zu Gottes Bedingungen. Und so lese ich uns den Predigttext. Wie gesagt, er steht im ersten Buch Mose, Kapitel 11, ab Vers 1. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lass uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Also, ich bin kein Sprachexperte, aber ich habe doch den schweren Verdacht, als ob das hessische Babbeln, das südhessische, als ob das hier direkt aus der Bibel kommt. Wer weiß. Sprachengewirr, das bedeutet, dass wir Menschen uns eben nicht mehr so verstehen, wie das eigentlich sein sollte. Denn Gott hat reagiert auf diesen Grenzübertritt und hat die Macht der Menschen gedämpft, indem diese Sprachen durcheinander kamen, indem eine enorme Vielfalt von Sprachen entstanden ist. Eine heilsame Grenze, eine Schutzmaßnahme, keine Strafe. Und diese Sprache ist gleichzeitig eine Grenze. Ich habe gesehen, eine kurze Videodokumentation von der Deutschen Welle aus dem Jahr 2017. Da haben sie deutsch lernende Migranten mal gefragt, was sie denn glauben würden, was es bedeuten könnte, wenn man in Deutschland sagt, das ist mir wurscht.
Und dann haben sie gesagt, ja, Wurst, Brot, Auto, das ist ja alles typisch deutsch, Wurst. Also es geht ums Essen, es geht um die Wurst, aber so richtig verstanden haben sie das nicht. Oder dann wurde gefragt, ja, was könnte das denn bedeuten, wenn man in Deutschland sagt, du gehst mir auf den Keks. Auf den Keks gehen. Keks, es gibt ja ganz besonders viel Kuchen, wenn jemand Hochzeit feiert. Da gibt es extra viel Kuchen. Also, das muss ja was Schönes sein. Das muss ja was sein, was bedeutet, da wird Hochzeit gefeiert. Also, aber daran sieht man, was für eine Sprachverwirrung es gibt, wenn man gewisse Sachen einfach nur wörtlich nimmt. Und diese Sprachverwirrung, sie ist heute noch da, denn Sprache dient ja dazu, dass eine Verbindung entsteht zu meinem Nächsten, indem ich das, was in mir steckt, mitteile und kommuniziere und sage, was mir wichtig ist. Und dafür gibt es ja ganze Theorien und Lehrbücher. Und da gibt es auch wichtige Erkenntnisse, aber das will ich heute gar nicht anreißen, sondern das, was ich versuche zu kommunizieren, das heißt noch lange nicht, dass es ankommt. Das wissen wir alle. Das ist auch schon Sprachverwirrung, auch selbst wenn wir dieselbe Sprache sprechen. Und das verhindert, dass die Liebe zwischen Menschen fließt, weil der eine nimmt etwas krumm, fühlt sich beleidigt und schießt dann irgendwie zurück. Und so gibt es wieder eine Verwirrung. Und die Verwirrung steigert sich, bis dann irgendwann eben nicht mehr eine liebevolle Beziehung ist, sondern bis geschossen wird. Pfeile fliegen, der Bogen wird rausgeholt, Pfeile des Wortes, die das Herz verletzen und andere Herzen sich verschließen. Sprache, so wertvoll sie ist, so kompliziert ist sie auch. Und genau das, was an Sprachverwirrung passiert ist in Babel, von Babel an, das hebt Gott in gewisser Weise zumindest auf. An Pfingsten im Heiligen Geist, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, schenkt er neu eine neue Sprache, eine Gebetssprache. Die Menschen, die an Pfingsten dem Petrus in der Predigt zugehört haben, sie wurden belehrt darüber, dass die Gläubigen dort zwar geredet und gebabbelt haben wie wild, dass man denken könnte, sie wären besoffen gewesen. So gelöst waren sie. Sie haben die Kontrolle abgegeben. Sie haben vielleicht getanzt und gejubelt, und was man sonst im Gottesdienst gar nicht so unbedingt immer so macht. Sie waren einfach da. Der Heilige Geist konnte durch sie durchströmen, aber in dem Fall war das auch so, dass der Heilige Geist scheinbar so stark kam, dass sie, die sie ja offen waren und gewartet haben auf diesen Heiligen Geist und letztlich wie leere Gefäße vor ihm standen, dass dieser Heilige Geist dann kommen konnte und sie nehmen konnte, so wie sie waren. Und das bedeutete, sie haben gesprochen, ohne zu verstehen, was sie sagen. Aber das ist passiert zur Ehre Gottes. Da haben Menschen der unterschiedlichsten Sprachen von diesen Juden, diesen Hebräern, die diese Fremdsprachen nicht konnten, sie haben auf einmal gehört, wie diese einfachen Juden Gott gelobt haben in ihrer jeweils eigenen Sprache, in dem jeweils eigenen Dialekt. Das ist die Aufhebung von Babel. Nicht, dass wir jetzt alle Englisch sprechen und denken, wir würden uns alle besser dadurch verstehen. Ja, vieles ist leichter geworden durch das Englische, aber das heißt nicht, dass wir uns wirklich von Herz zu Herz besser verstehen. Aber ich habe es erlebt dort, wo Geschwister im Heiligen Geist zusammenkommen. Da entsteht eine Herzensnähe, die, wie ich meine, der Heilige Geist schenkt. Er, der das in der Gemeinde Christi aufhebt und alle Menschen einlädt in diese Gemeinde und keinen Unterschied macht, von wo du kommst, welche Sprache du sprichst. Alle sind herzlich willkommen in dieser geistlichen Gemeinschaft, die Gott selbst stiftet, wo Jesus gesagt hat, ich schicke euch den Heiligen Geist.
Und naja, es gibt doch immer wieder in christlichen Kreisen die wildesten Theorien. Und eine dieser Theorien war, das hätte ja alles zu Zeiten der Apostel aufgehört. Das glaube ich nicht. Ich habe nämlich Geschichten gehört, wo Menschen dem lebendigen Gott begegnet sind und wo Zeichen und Wunder passiert sind, auch noch heute. Oder in der heutigen Zeit, also in der Moderne, sagen wir mal so, in der Moderne, die schon Strom kennt. Mein ehemaliger Pfarrer aus Frankfurt, der hat berichtet von Begegnung mit einer Frau in den USA. Eine Deutschstämmige, die also dort mit der Sprache nicht immer so gut, sehr gut zurechtkam. Und die direkt nach dem Krieg in den armen Zeiten aus Böhmen ausgewandert ist in die USA und dort auf einer christlichen Konferenz gelandet war, wo man in Sprachen gebetet hat und wo Menschen einfach gebetet haben, gebabbelt haben, ohne zu verstehen, was sie sagen, aber im Heiligen Geist. Und auf einmal läuft es ihr kalt den Rücken runter und gleichzeitig warm. Die Liebe Gottes hat sie gespürt und hat gehört, in dem speziellen Dialekt ihres Dorfes, wie diese US-Amerikanerin, die vor ihr gebetet hat, Jesus Christus gelobt hat, den Herrn der Herren gelobt hat. Und so wusste sie, das hier ist nicht einfach nur ein wildes Gebabbel und Getue und ein emotionaler Überschuss, sondern hier war der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist hat es in ihr Herz gelegt, dass Jesus Christus der Herr ist. Und so wirkt der Heilige Geist heute immer noch auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Aber die höchste Weise, wie er liebt, ist beschrieben im Hohen Lied der Liebe. 1. Korinther 13, das ist, dass alles, was wir machen, nur dann Sinn hat und Bedeutung hat, wenn wir es in der Liebe Gottes tun. Egal, welche Gabe des Geistes wir haben, egal, welche natürlichen Gaben wir haben, wir wollen keine Himmelsstürmer sein. Denn das, genau das haben ja die Anhänger Jesu, seine Jünger und Jüngerinnen haben es ja nicht geschafft, den Himmel zu stürmen. Sie waren ja sehr, sehr, sehr zerstört, wie Bruchpiloten nach der Kreuzigung. Aber nach der Himmelfahrt waren sie hoffnungsvoll im Gebet. Und haben um das Kommen des Heiligen Geistes gebetet. Und das können wir heute immer noch beten, dass er kommt, er, der ja schon da ist, weil er umspannt die ganze Welt. Dass er kommt und so wirkt, wie es ihm gefällt, zur Ehre Gottes, des Vaters, zur Ehre des Sohnes. Das ist das, was er gerne tut, und zwar uns seine Liebe zu schenken. Darum geht es am Pfingsten, dass die Liebe Gottes ausgegossen wird, dass sie ausgegossen wurde in Zeichen und Wundern und dass diese Zeichen und Wunder weiter noch geschehen, aber nicht einfach nur so, sondern damit Menschen näher in diese Liebesbeziehung mit dem Vater im Himmel kommen. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir tanzen und springen und loslassen in der Freude des Herrn und frei werden, und mehr reinkommen in die Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Und so freut euch, denn der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unser Denken, bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Our Father, and all of heaven roars your name.
Wir heißen deine Kinder und folgen dir nicht mehr. Wir beten mit den Lippen, doch unser Herz ist leer. Wir nennen uns die Deinen und sind bekehrt zu dir. Doch leben wir uns selber und dich vergaßen wir. Wir kennen deinen Willen, doch unser Herz ist schwach. Wir reden fromme Worte und reden nicht danach. Wir rühmen die Erlösung, die du, Herr, uns geschenkt, und sind doch so gebunden und lieblos eingeengt. Wir rühmen die Erlösung, ja, Herr, darum gib noch einmal den Geist der Pfingsten und das echte Gluten uns durchwehen, des Geistes uns durchwehen, dass neue Segensströme von uns auf andere gehen. Reiß alles Marsche nieder, zerbrich die Heuchelei, vergib uns unsere Lauheit und mach uns wahrhaft frei. Schenk du den Geist der Pfingsten, Herr, lass ihn noch einmal wehen und uns zu deiner Ehre erneuert auferstehen. Wir beten gemeinsam so, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht unter dem Segen Gottes in die kommenden Tage. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Komm zu uns, Herr.
aller